Willkommen auf Womoblog. Im Urlaub hat man ja eher Zeit für Fotos und Videos und deswegen habe ich vor einiger Zeit ja schon mal die DJI Osmo Pocket euch vorgestellt. Das ist so eine kleine Kamera gewesen mit einem Gimbal dran, die selbst stabilisiert und meines Erachtens hervorragende Videos und auch ganz gute Fotos gemacht hat. Jetzt gibt es einen Nachfolger, die DJI Pocket 2. Heißt nur noch Pocket, nicht mehr Osmo. Und ja, ich freue mich jetzt drauf. Sie ist ganz frisch gekommen. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Mir als Camper ist es wichtig, meine Urlaubserinnerungen mitzunehmen. Und natürlich genauso wichtig ist, dass die Ausrüstung nicht zu schwer sein darf. Und das ist das Gute an den Geräten von DJI. Sie sind klein und handlich und mit der neuen Pocket 2 hat man tatsächlich ein Gerät, das viele gute Kameraeigenschaften miteinander vereint. Sogar Fotos lassen sich mittlerweile hervorragend damit machen. Einfach sein, gute Bilder, gute Videos, stabilisiert. Ja, das zeichnet die DJI Pocket 2 aus. Und ja, ihr seht es schon, die Qualität ist überragend. Ob im Innenraum oder draußen, man bekommt immer ein gutes, stabiles Bild, da wackelt nichts. Und mit der neuen Zoom-Funktion lassen sich auch Details jetzt gut einfangen. Die DJI Pocket 2, also nicht mehr Osmo Pocket, ich werde es noch tausendmal wahrscheinlich jetzt falsch sagen, die ist ganz neu und sie hat ja, sich eigentlich kaum verändert. Also von daher ist die Frage schon, lohnt sich oder lohnt sich nicht? Das wollen wir in dem Video jetzt mal klären. Ich packe sie jetzt aus und dann gehen wir raus und machen Aufnahmen mit der alten und mit der neuen. Also Inga filmt jetzt hier gerade mit der alten DJI Osmo Pocket. Anschließend werden wir die beiden Kameras nebeneinander filmen und bin gespannt, wie sich die neue oder wie die alte sich schlägt und welche bei welchen Bedingungen vielleicht die bessere ist. Also fangen wir erstmal an auszupacken. Da haben wir verschiedene Stecker für Apple und für Android. Da ist eine kleine Linse. Oh, vorsichtig, das ist die Weitwinkellinse. Das ist ein Joystick und das ist eine tote Katze. Also das ist der Windschutz fürs Mikrofon. Und da kommt das gute Stück. Klack. Ein paar Gummis als Schützer. Und ihr seht, ganz neu. Sie hat sich schon eingeschaltet und wird jetzt gleich ein Update machen wollen. Das gönnen wir ihr natürlich, aber vorher packen wir sie mal noch ein bisschen aus. Alle Kleber abnehmen. Ich habe die Combo gekauft. DJI Pocket 2 Combo. Da hat man gleich ein ganzes Set mit dabei. Unter anderem ein Mikrofon mit einem Funksender, ein WLAN-Teil und auch wiederum das Empfangsteil für das Mikrofon, einen eigenen Fuß für die Pocket 2. Endlich, jetzt hat man gleich die Möglichkeit, ein Stativ direkt anzuschließen und, finde ich total süß, so ein super kleines Mini-Stativ. Da passt das dann auch wieder oben drauf. Fantastisch. Also, das ist die Osmo Pocket 2. Nein, das ist die DJI Pocket 2. Sie heißt ja nicht mehr Osmo. Und wir gehen jetzt raus und probieren auch mal das externe Mikrofon mit der Funkstrecke und die ganze Kamera aus. Die technischen Daten blende ich euch jetzt hier gerade mal ein. Mir war ganz wichtig, dass sie jetzt 4K-Filme aufnehmen kann und dabei vierfach zoomen. Noch dazu sind die Bilder jetzt wesentlich brillanter und mit 64 Megapixel auch deutlich größer. Die Osmo Pocket 1
kommt wie eine gute Videokamera daher. Sie ist nicht allzu weitwinklig und in den dunklen Teilen muss man hinterher immer ein bisschen aufarbeiten. Die Pocket 2 kommt mit einem größeren Weitwinkel und ihr seht das schon, die Helligkeitsverteilung ist jetzt wesentlich ausgewogener. Der Weitwinkel macht sich natürlich dann bei Gebäuden bemerkbar, bei der Pocket 1 ist man näher dran, kann man einfach ein Stückchen weiter zurückgehen. Aber auch in den Detailauflösungen punktet die Pocket 2. Schaut euch mal rechts die Figur an und dann hinten dran den Turm. Das ist bei der Pocket 2 doch deutlich klarer. Im Gebäude, in der Kirche selbst, sieht man den Weitwinkeleffekt natürlich noch viel krasser. Da punktet die Pocket 2 zur 1er doch schon deutlich. Noch dazu gibt es für die Pocket 2 jetzt eine Weitwinkellinse, die auch optimiert ist für diese Kamera. Und ihr seht das schon, nimmt man sie ab, und wieder aufgesetzt, kommt erst der Effekt richtig zum Tragen. Und zusammen mit der eingebauten Zoom-Funktion, die zwar nur digital ist, aber dadurch, dass der Sensor so groß ist, hat man bei einem Vierfach-Zoom bei 4K keine Pixelverluste. Und ich muss sagen, in dieser recht dunklen Kirche kommen die Farben brillant hervor. Und wenn man jetzt noch zoomt, dann ist die Leistung schon erstaunlich. Also für ein Urlaubsvideo eigentlich schon zu viel. Wir sind im schönen Seligenstadt und mit der Selfie-Funktion an der Pocket 2 hat man natürlich ein ganzes Stück mehr Hintergrund dabei. Ihr seht das schon. In der Pocket 2 sieht man hinten dran die Gebäude, alles recht ordentlich. In der Pocket 1 ja, bleibt der Kopf doch im Ausschnitt und hinten dran ist nicht mehr allzu viel zu sehen. Ob das jetzt schlecht ist oder gut, ist eine ganz andere Geschichte. Aber man kann natürlich mit der Pocket 2 jetzt reinzoomen, so dass einem das vielleicht dann wieder besser gefällt. Also insofern hat man einfach mehr Möglichkeiten. Toll ist natürlich auch die Zeitraffer-Funktion. Ich habe hier den meinen im Zeitraffer. 5 Minuten, jeweils 1 Sekunde oder dann Detailaufnahmen. Die Pocket 2 zeichnet sich auch hier mit einem stabilen Bild aus. Ich habe immer ein bisschen bei der Pocket 1 das Gefühl gehabt, dass die Kamera pumpt. Also das heißt, der Zoom immer mal ein bisschen nachjustiert wird. Das ist mir bei der Pocket 2 jetzt noch gar nicht aufgefallen. Wie gesagt, die Pocket 1 macht solide Videos, einwandfreie Bilder. Die Pocket 2 kommt noch ein bisschen schärfer daher, ein bisschen weitwinkliger. Gefällt mir ausgesprochen gut. Im Dunkeln, sagen viele, da wäre die Pocket 1 ganz klar der Pocket 2 überlegen. Gibt eine ganze Reihe von Videos schon. Hat mich eigentlich gewundert, denn als ich meine Aufnahmen gemacht habe, da sieht man auf dem kleinen Display natürlich nicht so viel. Da war ich noch nicht so begeistert, aber schaut euch das bitte mal an. Pocket 1 zur Pocket 2. Ja, es ist aufgehellter. Vielleicht auch das der Grund, warum viele sagen, da sieht man bei der Pocket 2 mehr die Pixel. Es ist heller. Wenn ich das ein bisschen runterdrehe in der Belichtung, dann verschwinden diese einzelnen Pixel mit Sicherheit. Aber das Bild ist doch viel, na, wie soll ich sagen, kontrastreicher bei der Pocket 2. Mit dem Faktor 1,2 hineingezoomt bei der Pocket 2 bin ich etwa bei demselben Bildausschnitt wie bei der Pocket 1. Dann lässt sich das auch viel besser vergleichen.
Ich habe im Übrigen hier komplett immer auf Automatik gefilmt. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie viel mehr Bildausschnitt wir bei der Pocket 2 zur Pocket 1 haben. Ich glaube, das sieht man schon recht deutlich. Gleicher Zoom. Und ihr seht, ihr habt wesentlich mehr vom Bild. Bei den Schuhen sieht man es, glaube ich, auch ganz gut, dass der Bildausschnitt deutlich größer ist. Aber man kann natürlich jetzt mit der Pocket 2 hineinzoomen. Und wenn es dann richtig dunkel wird und mit hellen Fenstern noch dazu, dann haben die Kameras beide zu kämpfen. Das ist ein bisschen überstrahlt bei der Pocket 1 weniger, aber wie gesagt, ich glaube, da könnte man einfach bei der Pocket 2 ein bisschen abblenden, dann müsste das auch funktionieren. Und trotzdem ist die Struktur, zum Beispiel dieser Wand an der Seite oder nachher an der Hausfront bei der Pocket 2 deutlicher zu erkennen. Ja, hier sieht man, dass sie deutlich heller ist. Wenn man das ein bisschen abdunkelt, sieht man vielleicht auch diese Farbpixel gar nicht mehr so. In den dunklen Bereichen, da lässt jetzt doch die Pocket 1 deutlich nach. Also hier auf diesem dunklen Platz, da hinten dran ist eigentlich eine Kirche, die kann man kaum erkennen, in der Pocket 2 schon eher. Wir haben da eine kleine Taschenlampe dann rausgeholt und haben damit das Dach beleuchtet. Auf einmal hat man da auch wieder was erkannt. Aber mit der Pocket 1, ja, sieht man eigentlich fast gar nichts mehr. Mit der Pocket 2 kann man zumindest noch was erahnen. Und hier dieser alte Brunnen, der ist mit der Pocket 1 gar nicht mehr zu sehen. Und bei der Pocket 2, da kann man ihn zumindest noch erkennen. Jetzt haben wir die Taschenlampe irgendwann eingeschaltet. Ja, und dann sieht man schon, jetzt hat natürlich die Pocket 1 auch volles Licht, aber bei der Pocket 2 sieht das alles noch ein bisschen brillanter aus und ja, sogar die ganze Kirche lässt sich jetzt darstellen. Also jetzt weiß ich nicht, in welche Kamera ich gucken soll. Gucken wir mal in die Zweier. Auch die Selfie-Einstellungen sind ja ungewohnt. Auch da weiß ich noch nicht, was sieht eigentlich besser aus. Mich haben natürlich dann auch noch die Fotos interessiert, denn ab und zu fotografiert man ja auch. Und das ist bei der Pocket 1, naja, eher mäßig gewesen. Die Pocket 2 brilliert da eher. Schaut euch das an. Hier haben wir in den dunklen Teilen doch viel mehr Struktur und natürlich kann man noch hineinzoomen. Das kann man deutlich erkennen, aber finde ich trotzdem recht gelungen. Alles in allem muss man klar sagen, dass die Pocket 2 für uns die eindeutig bessere Urlaubskamera geworden ist. Wir sind gespannt, was wir noch mit ihr erleben werden und wünschen euch viel Erfolg, solltet ihr sie kaufen, bei euren Urlaubsvideos. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Clip zur Osmo Pocket 2, nein, zur DJI Pocket 2 gefallen. Mir gefällt die Kamera wirklich gut. Ich glaube, sie ist wirklich eine Bereicherung für den Urlaub und weil sie so klein ist, kann man sie durchaus auch mal in der Kirche oder in einem Museum in der Hand haben, ohne dass man großartig auffällt. Was man damit alles machen kann, das habt ihr ja in vielen unserer Videos schon gesehen. Sie wird mit Sicherheit ein ständiger Begleiter in den nächsten Wochen und Monaten für uns sein. Bis zum nächsten Mal.